Hallo und herzlich willkommen an der bayerisch-hessischen Grenze in Aschaffenburg bei Weber TV. Wir wollen Ihnen heute vorstellen, wie Sie erfolgreich netzwerken können. Wir präsentieren eine Werkzeug-Weltneuheit und zum Schluss gibt es die Premiere von unserem neuen Werbespot. Also, wir haben eine ganze Menge vor uns. Starten wir und gehen rein. Wir befinden uns jetzt in der Schaltzentrale von Werkzeug Weber und bei mir ist Vanessa Weber. Hallo, grüß Sie. Hallo. Wir stehen bei Ihnen an der Kommunikationsinsel, so wird das intern genannt, denn hier findet nicht nur der Austausch mit den Kunden statt, sondern auch untereinander wird allerhand besprochen. Und da sind wir bei Ihrem Thema. Sie haben so Kommunikation, Netzwerken sich zum Steckenpferd gemacht und haben für mich und die Zuschauer drei Tipps dabei zum erfolgreichen Netzwerken. Welche sind das? Genau, ich möchte nämlich nicht über das digitale Netzwerken reden, sondern eben über das, wenn ich einem gegenüberstehe. Okay. Die erste Frage, haben Sie eine Visite? Visitenkarte dabei? Oh, nee, erwischt, ja, bin ich jetzt ohne eine angereist. Der erste Tipp, immer eine Visitenkarte dabei zu haben, die okay. Darf ich Ihnen direkt mal übergeben. Vielen Dank. Ja. Also egal, ob ich privat auf einer Party bin oder auf einem Geschäftstermin oder sonst auf der Straße unterwegs, man weiß ja nie, wen man trifft und es kann der Einkäufer von morgen sein, der Mitarbeiter oder Kunde von morgen. Das stimmt. Deswegen sollte man immer eine Visitenkarte griffbereit haben. Okay, werde ich in Zukunft beherzigen, ja. Der zweite Tipp, wenn man einen Gesprächseinstieg sucht, einen netten, ist es zum Beispiel schön, ein ernst gemeintes Kompliment zu machen, wenn man sich trifft und sich begegnet. Okay, würde ich jetzt zu Ihnen zum Beispiel sagen, Frau Weber, Sie haben hübsche blaue Augen. Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Danke. Und der dritte Tipp wäre, wenn ich jemanden kennengelernt habe, viele Fragen stellen, was macht er denn überhaupt, dass ich verstanden habe, was ist sein Business, wie funktioniert das? Mhm. Und überlegen, was kann ich dem Kontakt erstmal geben? Mhm. Und da ist es so, man sollte erstmal was aufs Beziehungskonto einzahlen, bevor ich etwas nehme oder etwas verlange von einem Kontakt. Also immer erstmal schauen, was kann ich dem anderen für Nutzen bringen. Okay. Das sind meine drei Tipps. Ja, Nutzen hat das Ganze auch den Zuschauern gebracht, ist natürlich auch ein Mehrwert für Ihre Kunden. Wie werde ich erfolgreich netzwerken? Vom Netzwerken gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter zum Handwerken. Das ist ja hier das große Thema, denn wir stellen Ihnen eine absolute Neuheit hier bei Werkzeug Weber vor. Wir bleiben in der Familie, jetzt mit dem Bruder. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wir befinden uns jetzt hier in Ihren heiligen Hallen, in den Verkaufsräumlichkeiten, denn wir präsentieren eine Weltneuheit. Worum handelt es sich da? Das ist richtig. Nochmal, wenn man früher im Beton ein Loch reinbringen wollte mit dem Akkuschrauber, gab es nur eine Möglichkeit, eine Schlagbohrmaschine oder einen großen Bohrhammer. Okay. Der Nachteil bei der Schlagbohrmaschine, das wird man hier gleich merken. Kostet viel Kraft, bringt aber nichts. Richtig, genau. Jetzt hat Bosch was entwickelt. Bei dem neuen FlexiClick gibt es einen Bohrhammeraufsatz. Das hat Einschulschlagkraft und ist ein Hammerschlagwerk. Das wird man auch gleich merken, wenn ich hier ansetze zum Bohren. Das hat ordentlich Kraft. Das hört man schon. Aha. Genau. Das Schöne ist, ich habe innerhalb von Sekunden wieder einen Akkuschrauber. Ich habe hier direkt eine Bitaufnahme und es gibt noch mehr Zubehör. Das ist beim großen Set sogar inklusive. Mhm. Wir haben einmal den Extender, den kann ich auch ganz einfach anklicken für das randnahe Schrauben. Mhm. Dann kann ich auch wieder eine Bohrmaschine aus meinem Akkuschrauber machen mit einem 13er Bohrfutter. Mhm. Also kann ich auch 13er Bohrer verwenden und hier habe ich auch eine Winkelbohrmaschine gleich mit drin. Das alles in einem Gerät. Und wenn mir das alles zu groß ist, kann ich dann auch direkt hier den Bit nahe setzen und ich habe ein kompaktes, kraftvolles Gerät. Also geht kinderleicht und super schnell. Und das große Plus bei Werkzeug Weber ist ja, dass Sie Premium-Partner von Bosch sind. Was bedeutet das genau für Ihre Kunden? Das ist richtig. Also wir haben exklusive Angebote für unsere Kunden und wir können zum Beispiel auch jedes Bosch-Gerät bei uns 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen. Wenn es einem nicht gefällt, kann man es zurückbringen und kriegt sein Geld wieder zurückerstattet. Okay. Vielen Dank, Herr Weber. Weitere Informationen gibt es natürlich im Internet. Es gibt von uns die Werkzeug University. Das sind Schulungsvideos. Die können Sie sich bei uns auf unserer Homepage, die sehen Sie unten eingeblendet, anschauen. Und wir geben jetzt wieder zurück.
Und wir sind mit den Neuheiten noch nicht am Ende, denn Frau Weber, wir feiern gleich die Premiere Ihres neuen Werbespots. In dem Werbespot geht es um Forum. Für alle Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, was hat es mit Forum auf sich? Forum ist unsere Handelsmarke, die wir haben. Neben unseren starken Partnern, die wir haben, ist Forum unser Spitzenprodukt im Prinzip. Und es besteht jetzt schon seit 10 Jahren und ich bin selber ganz gespannt auf den Spot, der jetzt gleich kommt. Der entstand quasi vor der Haustür, gerade 10 Kilometer weiter bei einem Kunden von Ihnen. Genau, bei Hyundai. Und die bauen ja dort Rallye-Autos. Und in dieser spannenden Umgebung durften wir drehen. Der Kunde hat uns seine Räume zur Verfügung gestellt. Wir haben die komplett ausgestattet, vom Teppich über die Büroeinrichtung, über die Lagerregale, alles komplett und natürlich auch die Werkzeuge. Deswegen freut es mich besonders, dass wir dort vor Ort sein konnten. Okay, man merkt Ihnen richtig die Euphorie an. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Frau Weber, dass wir bei Ihnen sein durften. Sehr gerne. Und viel Spaß wünsche ich Ihnen jetzt mit der Premiere des Werbespots und bis zum nächsten Mal bei Weber TV. Hey! Hey! Alles klar? Ich habe mich verliebt. Ah, wir müssen uns sofort treffen! Erzähl! Naja, ich würde sagen, er ist sehr gut ausgestattet. Er hat eine gute Einstellung. Aber wenn es drauf ankommt, kann er sehr gut zupacken. Er spielt auch gerne mal mit dem Feuer. Und wenn es zur Sache geht, dann geht es richtig vorwärts. Er weiß genau, was er will. Das ist er. Ja, das ist er. Oh,